Ich möchte Windräder bauen, in Unterleuten. Und deshalb sind Sie mir in mein Hotel gefolgt? Ich wollte keine Zeit verlieren. Ich lasse Ihnen die Unterlagen für die Ausschreibung gerne zukommen. Ausschreibung? Die papiergewordene Verhinderung von Wachstum und Fortschritt. Ich mache die Regeln nicht. Natürlich machen Sie das. Sie machen Regeln. Ich mache Regeln. Regeln machen ist unser aller Kerngeschäft. Um Windräder zu bauen, brauchen Sie Land. Ich besitze 8 Hektar auf der schiefen Kappe. Aber das wissen Sie natürlich. Und Sie wissen natürlich, dass 8 Hektar zu wenig sind. Dann verraten Sie mir, wem ich 2 Hektar abkaufen kann. Und sagen Sie jetzt nicht, gehen Sie zum Katasteramt. Wenn ich Ihnen das verrate, wäre es ziemlich unfair gegenüber lokalen Mitbewerbern. Für ein Projekt dieser Größenordnung brauchen Sie einen erfahrenen Investor an Ihrer Seite. Mich. Herr Meiler, wir reden hier von 10 Windrädern. Das ist für mich keine Größenordnung. Sie reden von 10 Windrädern, weil die Leute Sie aus dem Dorf jagen, wenn Sie von 100 reden. 10 Windräder sind der Fuß in der Tür. Die ersten 10, die tun den Leuten richtig weh. Aber wenn die mal stehen, lässt der Schmerz nach und die nächsten 50 sind dann viel einfacher. Und die 50 danach, reine Formsache.